Hey, was glaubt ihr, das ist Jay? Und das ist Adrian. Zusammen sind wir Legion Direct. Willkommen zu einer neuen Folge von Bevor die Schauspieler unserer Lieblingsfilmfiguren es geschafft haben, die Produzenten und Regisseure dieser Filme von sich zu überzeugen, mussten sie zuerst eine relativ schwierige Hürde überwinden, nämlich die Limbo-Meisterschaft im Büro des Chefes? Nein, das Casting. Beim Casting ist es natürlich sehr wichtig, die Anwesenden auf irgendeine Art und Weise zu beeindrucken, zu bewegen oder sonst von sich zu überzeugen. Und ein paar der Castings, die das unserer Meinung nach am besten geschafft haben, wollten wir euch heute hier vorstellen. Weil wir sind Jay und Aria und wir machen Filmgeek. Das ist eine Show, wo wir über Sachen reden, die mit Film zu tun haben. Falls ihr das nicht wusstet. Nicht nur in der Rolle Jungfrau 40 männlich sucht, auch der Part als amerikanischer Stromberg in der Show The Office machen Steve Carell zu einem angesehenen Schauspieler Hollywoods. Seine ersten Schritte zum Film und Fernsehen macht Steve Carell schon als kleines Baby, indem er für einen Windelhersteller wirbt. Nach seinem Studium geht Steve Carell 1991 nach Chicago, um dort mit der Schauspielerei durchzustarten. Bald ist er dann schon zunächst in unzähligen Comedy-Shows zu sehen. Der Schauspieler wird Ensemble-Mitglied bei The Dana Carvey Show, Over the Top und Watching Ellie. Die ersten größeren Rollen folgen in 2003 in Bruce Allmächtig mit Jim Carrey und 2004 der Film, der die Karriere des bis dahin noch unterbewerteten Schauspielers in die Höhe katapultieren würde. Anchorman mit Will Ferrell. In dieser Komödie spielt Steve Carell den Wettermann Brick Tamland, der nach eigenen Angaben einen IQ von 48 haben soll. I have an IQ of 48. Er ist der News-Teamkollege vom Nachrichtenmoderator Ron Burgundy, dem Star-Moderator aus San Diego. Für diese Rolle war es sehr wichtig, einen Schauspieler zu finden, der weiß, wie man diese Art von Humor rüberbringt. I mean, think about what you're asking, man. I think about what you're asking, man. Steve ließ keine Zweifel zu, als er zum Vorsprechen erschien. Keiner im Raum konnte sich zusammenreißen, als er in seine Rolle schlüpfte und die urkomischen Zeilen von sich gab. So much fun. Seine Fähigkeit, diesen Charakter so authentisch wiederzugeben, begeisterte sofort. Die Stelle sah im richtigen Film dann so aus. Aber ich würde sagen, dass sein Vorsprechen sogar schon fast noch lustiger war als das. Ach ja, und nicht wundern, diese Szene werdet ihr in dem Film Anchorman nicht finden, das ist quasi eine Deleted Scene. Die Szene findet ihr in dem Film Wake Up Ron Burgundy, The Last Movie, welcher aus dem ganzen verworfenen Material irgendwie zu einem neuen Film geschnitten wurde. Abschließend kann ich dazu nur sagen, dass Steve Carell und Will Ferrell zu den absoluten Kings des Comedy-Genres gehören. Das nächste Casting-Video ist zwar aus einem relativ oldschooligen Klassikerfilm, aber dafür hat es wirklich echt in sich, ohne Spaß. Regisseur Steven Spielberg erschuf 1982 mit seinem Film E.T. der Außerirdische einen Klassiker des Popcorn-Kinos über einen gestrandeten Außerirdischen und seine Freundschaft zu einem menschlichen Jungen. Und ich kann mich erinnern, dass ich den Film früher wirklich gern und oft geguckt habe, wahrscheinlich einfach, weil ich mich so gut mit dem Jungen identifizieren konnte. Also nicht, weil er einen Alien hat, sondern weil wir beide kleine Jungs waren. Und er mochte Star Wars und ich auch. In dem Film kann der junge Elliot, gespielt von Henry Thomas, seinen Augen kaum trauen, als er in einem Schuppen einen Außerirdischen vorfindet. Der schrumpelige Alien musste bei seinem Erkundungsflug von seinen Kollegen auf der Erde zurückgelassen werden, weil sie in Gefahr gerieten, von Menschen entdeckt zu werden. Elliot versucht zwar seinen neuen Freund vor seinen Eltern, seinen Geschwistern und vor allem den Wissenschaftlern der Regierung zu verstecken, doch bald muss E.T. nach Hause telefonieren, denn er wird vor Heimweh immer schwächer. Die Freundschaft zwischen dem Jungen und E.T. ist etwas ganz Besonderes und um so eine emotionale Bindung darstellen zu können, wurde ein Junge mit großem Talent benötigt. Als der junge Henry Thomas zum Vorsprechen eingeladen wurde, spielte er mit dem Producer eine fiktive Szene durch, in der ein Mann von der Regierung E.T. mitnehmen möchte. Da Elliot seinen E.T. nicht verlieren möchte und dies dementsprechend ein ziemlich emotionaler Moment ist, war es vor allem wichtig, dass man das sehr authentisch spielt und dass hier zum Vorschein gebracht wird, wie viel Angst und Trauer er verspürt. Und holy leuchtender Alienfinger, das was Henry hier ablieferte, ist heute noch mehr als beeindruckend. Man hat, glaube ich, selten ein Kind so heftig schauspielern sehen. Ich meine, dieser Gesichtsausdruck und die Tränen gezeichnet von tiefer Trauer und Angst. Kein Wunder also, dass er nach diesem Vorsprechen direkt den Job bekam. Okay, kid, you got the job. Sehr beeindruckend auf jeden Fall. Als am 18. Dezember 2015 Star Wars Teil 7 The Force Awakens in die Kinos kam, herrschte Ausnahmezustand. Man konnte es einfach nicht abwarten. So viele offene Fragen. Was ist aus Luke, Han, Leia und Chewie geworden? Wie hat sich das Imperium verändert? Wer ist der neue Sith? Und vor allem, wer wird der neue Held sein, der die Macht ins Gleichgewicht bringen kann? Wer würde der Aufgabe gewachsen sein, den heiß geliebten Star Wars Franchise für die vorhersehbare Zukunft weiterzuführen? Und wer würde es vor allem schaffen, die Fans nicht nur zufriedenzustellen, sondern zu begeistern?
Die Antwort auf diese Frage war eine damals 22-jährige britische Schauspielerin. Im neuen Star Wars Film The Force Awakens die Hauptrolle Rey zu spielen, schleuderte Daisy Ridley auf die A-List. Hunderte junger Schauspielerinnen sprachen für diesen Part vor, unter ihnen auch bekannte Namen, doch als Disney ankündigte, sie hätten eine junge Britin namens Daisy Ridley ausgesucht, waren alle nur so, wer? Für den Screentest sollte sie die Szene spielen, in der sie von Kylo Ren gefoltert und ausgefragt wird. Eine sehr intensive Stelle für die Schauspieler. Regisseur J.J. Abrams war überwältigt von Daisys tief ergreifendem Schauspiel und der Art und Weise, wie sie den Kampf gegen ihren Unterdrücker darstellte. Jeder war sofort umgeworfen von ihren Tränen, die einfach nur zu echt aussahen. Sie war einer der ersten Rollen, die schon zu Anfang feststanden und verhalf The Force Awakens zum bestverdienenden Film 2015. Aber ja, anders kenne ich meine gute alte Freundin Daisy Ridley aus den anderen Zeiten nicht. Sehr bescheiden, sehr talentiert und immer... Oh, was für ein Zufall, sie ruft gerade an. Hi Daisy! Klar kann ich auf einen Kaffee vorbeikommen. Ich weiß, es ist zwar an sich ziemlich unvorstellbar, aber es gab tatsächlich mal eine Zeit, in der es von Harry Potter noch keine Filme gab. Und ja, dies waren dunkle Zeiten, es lässt sich nicht leugnen. Dies sind dunkle Zeiten, es lässt sich nicht leugnen. Wobei, das stimmt ja nicht so ganz, weil ich meine, immerhin gab es ja die Zeiten, in der es in Anführungsstrichen nur die Harry Potter Bücher von Autorin J.K. Rowling gab, welche natürlich ein internationaler Verkaufshit mit Fans überall auf der Welt waren. Und die Zeiten waren sogar... ziemlich cool. Als es dann aber soweit war, für den Film ein Gesicht für den Jungen, der überlebte, zu finden, standen die Casting Directors vor einer scheinbar unmöglichen Aufgabe. Für Ron und Hermine konnte man zwar relativ schnell die richtigen finden, den richtigen Harry zu finden war allerdings nicht so einfach. Doch die Götter des Showgeschäfts kannten den Auserwählten scheinbar, denn durch einen Zufall traf der Produzent des Films im Theater auf Daniel Radcliffe und seine Eltern, mit denen er vorher schon etwas zu tun hatte. Er lud Daniel daraufhin sofort zum Vorsprechen ein, welcher sich ziemlich schnell als richtiger Schauspieler für Harrys Part herausstellte. Und J.K. Rowling behauptete sogar, dass sie bei ihm das Gefühl hätte, einen Sohn spielen zu sehen. And I did say to David, it was like watching a son, my son on screen. Auch Emma Watson bewies sich bei ihrem ersten Screening sofort. Und auch wenn sie sich darum sorgte, nicht in die Rolle zu passen und J.K. Rowling sogar eine Minute lang am Telefon einen Monolog diesbezüglich gehalten hatte, war es gerade diese Eigenschaft, die letztendlich überzeugte. Und auch Rupert Grint war eine leichte Entscheidung, sie haben ihn gesehen und wussten direkt, das ist Ron Weasley. So, aber jetzt kommt's nämlich, es gibt ein Casting-Video von den drei Kids zusammen, wo sie das erste Mal zusammen spielen und auch wenn kein echter Zauberstab hier involviert war, kann ich euch versichern, das hier ist magisch. Here it is. Nicholas Flamel is the only known maker of the Sorcerer's Stone. The what? Ich muss an dieser Stelle wirklich sagen, ich empfinde das als einen echt beeindruckenden Moment. Weil wie gesagt, das hier ist wirklich das erste Mal, dass alle drei zusammen vor der Kamera spielen und sie ergänzen sich wirklich einfach mega gut und es wirkt einfach so, als ob sie sich schon seit Jahren kennen würden. Und das, was wir hier sehen, ist mehr oder weniger die Geburtsstunde des Harry Potter Filmuniversums. Also, ach, guck doch mal, wie klein die sind. Ich wünschte, ich wäre wieder jung. Arkeo Nostalgie. Hat geklappt. Hat geklappt. Falls ihr jetzt noch drei extrem schlechte Trash-Filme sehen wollt, aber was rede ich da? Was viel wichtiger ist, falls ihr mal sehen wollt, wie wir in der allerersten Filmgeek-Folge aussahen, dann checkt auf jeden Fall mal den Link in der Videobeschreibung oder klickt auf die Annotation. Die müssen jetzt nicht unbedingt wissen, wie man in der allerersten Folge Filmgeek aussah. Wir sahen schon nicht so geil aus. Sieht aus ein bisschen wie so eine gefälschte Version von Gran Aria. Das ist so Jai und Adio. Out the reason. Peace.